Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. Liebe Besucherinnen, Besucher, liebe Gemeinde, liebe Menschen an den Bildschirmen, ich begrüße Sie herzlich zum Neujahrskonzert hier aus der Finkenbergkirche mit den Glockenstimmen und mit Gunther Andensteiner. Ich freue mich sehr, dass wir als ersten Titel einen ABBA-Titel gehört haben. Er stammt aus der Feder des Aber Björn sozusagen, und eigentlich sollte es mal ein Musical werden, viele wissen das gar nicht. Dann hat man John Cleese, den berühmten Comedian, gefragt, was er von der Idee hält. Er fand sie scheiße und da gab es dann kein Musical. Aber immerhin hat es das auf die
ABBA-Platte Super Trooper geschafft und wurde damit dann immer noch ein schönes Neujahrslied. Ich freue mich, dass wir heute Songs von Pop bis Gospel hören, über Worship sozusagen. Auch ein Helene Fischer-Song werde ich ertragen, aber auf jeden Fall gibt es eine ganz musikalische Reise quer durch die Pop- und Gospel-Landschaft. Von Found Tonight, Unser Tag, In Christ Alone, Wintersong, You Are Holy. Es ist ein reichhaltiges Programm, ich freue mich da sehr drauf. Ich werde ein paar kurze Worte zur Jahreslosung beisteuern und möchte jetzt mit Ihnen gemeinsam, Sie können das nicht gemeinsam tun, sondern möchte jetzt für Sie Worte aus Psalm 8 beten. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe den Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere. Die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen. Keinen Tag soll es geben. Das Lied, was sozusagen den Segen nochmal vertont, aus der Feder von Uwe Seidel und Thomas Quast, berühmt durch die Kirchentagsgruppe Ruhama, hören wir als nächstes. Ich freue mich.
but I would gladly join the fight. And when our children tell their story, they'll tell the story of tonight. They'll tell the story of tonight. Tonight. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear, like you could fall and no one could hear? Well, let that lonely feeling wash away. See, it's maybe there's a reason to believe you'll be okay. For when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand and talk. Let the sun come streaming in, as you reach up and you rise again. If you only look around, you will be found. When our children tell their story, you will be found. They'll tell the story of love. No matter what we tell you, tomorrow there'll be more of us telling the story. Auf einmal war, das ist unser Tag. Jetzt
reicht und umarmen die Liebe, mit dir will ich noch höher fliegen wir zwei, nur du und ich, das ist unser Tag. Liebe Gemeinde, in meinem alten Reisepass finden sich ein paar Stempel, mit denen ich sehr eindrückliche Erlebnisse verbinde. Kurz nachdem ich den bekommen habe, wahrscheinlich können Sie es da hinten nicht so besonders gut sehen, aber ich versuche es trotzdem zu erzählen, war ich im März 1989 mit einer Jugendgruppe gemeinsam nach Ostdeutschland gereist. Kurz nach meinem 16. Geburtstag und kurz vor dem denkwürdigen Kirchentag damals im geteilten Berlin, an dem ich auch teilnehmen konnte. Der Grenzübergang Marienborn, heute noch Gedenkstätte, beeindruckte mich sehr. Der größte aller Grenzübergänge aus der alten Bundesrepublik in die DDR, gelegen an der Autobahn Hannover-Berlin. Und zwar war er gewissermaßen sozusagen das Nadelohr des sogenannten Eisernen Vorhangs. Es war das erste Mal, dass ich in die DDR eingereist bin. Zuvor hatte ich das auch schon mal kurz gebraucht, dieses Dokument, aber die Grenzkontrollen auf dem Weg in die Niederlande, die es damals noch gab, die waren eher lasch. Aber in Marienborn ging es anders zu. Kirchliche Jugendgruppe, das war schon höchst verdächtig. Also mussten wir aussteigen. Unser VW-Bulli wurde genauestens unter die Lupe genommen und unsere Pässe wurden einbehalten. Überall Stacheldraht, teilweise konnte man auch den sogenannten Todesstreifen sehen, ein vermintes, karges Stück Land, gespickt mit Stacheldrahtrollen, das damals die Welt und Deutschland teilte. Der Weg vom Westen in den Osten war versperrt. Der Weg aus einem freien Land in ein Land, in dem eine Diktatur den Menschen ihre Freiheit genommen hatte, jedenfalls in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Und wenn ich mir Sie anschaue, dann kennen Sie diese Zeit alle noch sehr gut. Der Weg dort war eine Art Einbahnstraße, denn vom Osten in den Westen zu reisen war damals beinahe unmöglich. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So lautet unsere Jahreslosung. Jetzt, viele, viele Jahre später, und wenn man 2021 zurückrechnet, bis 61, also 60 Jahre nach dem Bau dieser Mauer. Manchmal ist es nur ein Steinwurf weit von der Freiheit in die Unfreiheit. Wenige Meter über versperrtes, abgebrenntes, vermintes Land, das uns von einem anderen Leben trennen kann. Damals besuchten wir unsere Partnergemeinde in der DDR und wurden sehr herzlich empfangen. Die Jugendlichen, mit denen ich mich damals unterhielt, die waren so alt wie ich, wir sprachen die gleiche Sprache,
Wir glaubten an denselben Gott. Wir hörten sogar die gleiche Musik, auch wenn das für mich sicher einfacher war, daran zu kommen, als an die Menschen, die ich besuchte. Wir teilten Träume und Wünsche und merkten doch, vieles war sehr unterschiedlich. Und irgendwann kam immer die Frage auf, wie ist das bei euch denn so? Und ich merkte, manchmal kursierten ziemlich glorifizierte, auch manchmal sehr paradiesische Vorstellungen von dem Land auf der anderen Seite der Mauer. In Berlin, das ich im Sommer zum Kirchentag besuchen konnte, im Juni, konnte ich diese dünne und scheinbar unüberwindbare Grenze noch spürbarer erleben. Am Grenzübergang Bornholmer Straße beispielsweise führte nur eine Brücke über den sogenannten Todesstreifen, etwa 87 Meter. Das kann man im Sprint in wenigen Sekunden zurücklegen. So nah und doch nicht erreichbar war damals das Land hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang. Es war auch ein Vorhang, der zu Jesu Zeiten klar machte, wo die Grenze lag, was ging und was nicht ging. Und dieser Vorhang hing im Herzen der damals für die Juden bekannten Welt, im Tempel von Jerusalem. Er machte symbolisch unmissverständlich klar, Gott will ungestört bleiben. Einen direkten Weg zu Gott gibt es nicht. Wir Menschen sind viel zu unheilig, um uns diesem heiligen Gott überhaupt zu nähern. Vermintes Territorium, über das damals nur sehr wenige Brücken führten. Solche Brücken gab es nur für sehr wenige. Eine zum Beispiel befand sich zwischen den Treppenstufen, die vor 2000 Jahren ungefähr zum Tempel hinaufführten. Es gab dazu kleine Absätze und in diesen Absätzen gab es mehr oder minder eine öffentliche Badewanne, eine Mikwe. Wer sich trotz dieser ganzen Gegensätze Gott nähern wollte, legte seine Kleider ab, betrat auf der einen Seite das rituelle Waschbecken, tauchte unter und stieg über eine Treppe auf der anderen Seite aus dem Becken wieder heraus. Wenn wir an unsere Taufe denken, finden wir noch Anklänge. Gereinigt und in neue Kleider gehüllt, war es dann endlich möglich weiterzugehen. Wer nicht durch dieses Tauchbad durchgehen wollte, wurde abgewiesen. Wer den Vorschriften nicht entsprach, der kam nicht mal bis zu diesem Tauchbad. Wer Heide war, kam ohnehin nur bis in den Vorhof des Tempels. Und in das Innerste des Tempels, dahin, wo Gott wohnte nach der damaligen Vorstellung, kam überhaupt niemand. Da hing dieser Vorhang. Den Raum dahinter durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester betreten. Für alle anderen war der Weg zu Gott tabu, versperrt. Wie revolutionär war damals daher diese Botschaft, als Jesus sagte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Abgewiesen zu werden, war für die Menschen damals an der Tagesordnung. Ist es manchmal auch für die Menschen heute, wenn sie darüber nachdenken. Nicht nur, wenn es um Gott geht. Man erlebt das Tag für Tag. Die Menschen zu Jesu Zeit, immer wenn sie auf die römischen Besatzer trafen, irgendwo in den Straßen der Stadt oder an einer der vielen Grenz- und Zollstationen, die es im Land gab. Jesus durchkreuzt all diese Grenzen und unsichtbaren Schranken. Er erzählt von einem verloren geglaubten Sohn, den sein Vater wieder in die Arme schließt und sagt, so wie dieser Vater ist Gott, die Verlorenen, die nimmt er wieder an. So ist Gott, nicht unnahbar hinter dem Vorhang. Und Jesus ist mit den Zolleinnehmern und den anderen gesellschaftlich Geächteten und sagt, auch sie sind Kinder Gottes. Sein revolutionäres Denken, seine bedingungslose Liebe und seine faszinierenden Geschichten haben mich schon immer und auch damals schon begeistert. Und die Christinnen und Christen in unserer Partnergemeinde auch. Und ich bin überzeugt, auch zum Fall der Mauer haben diese Ideen damals mit beigetragen. Das war auf dem Berliner Kirchentag 89 im Juni schon zu spüren, an dem auf Einsatz der Kirchen hin 374 ostdeutsche Christinnen und Christen teilnehmen durften. Nur 2 sind damals nicht zurückgekehrt. 0,5%, sagte man. Das sollte die DDR-Führung beruhigen, hat nicht lang gebraucht. Es hat noch bis zum November 89 gedauert, bis dann endlich der Vorhang fiel.
12. März 89. Wir stehen wieder mit dem VW-Bulli an der Grenze, diesmal in umgekehrter Richtung. Wir sind noch ganz gerührt von der Gastfreundschaft unserer Partnerkirchengemeinde. Wir haben alle wieder unsere Reisepässe in den Händen und halten sie den Grenzbeamten hin. Gestempelt kriegen wir sie wieder, Visum zur Ausreise aus der Deutschen Demokratischen Republik, 12.03.89. Dazwischen hatte ich eine Aufenthaltsberechtigung, immerhin. Der Schlagbaum geht auf, wir dürfen wieder ausreisen. Ganz eindrücklich wurde mir damals, was so ein Pass bewirken kann. Eröffnet, Schlagbäume und Türen, ohne dieses Stück Papier hätten mich die Grenzbeamten der DDR genauso abgewiesen wie jeden anderen, mit dem ich mich getroffen hatte. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Damals am Grenzübergang Marienborn war mein Pass der Tür- und Schlagbaumöffner. Später hat er mir auch Türen in andere Länder der Welt geöffnet. Ungarn, Weißrussland, das sind so Stempel, die ich hier auch noch drin habe. Aber die Welt hat sich seitdem auch stark verändert. Nicht zuletzt durch das Schengener Abkommen. Was ist mit dem Weg zu Gott? Hat der sich auch verändert? Den öffnet ja kein Pass dieser Welt. Ich glaube, den hat ein anderer aufgemacht. Eben der, der sagte, komm, ich werde dich nicht abweisen. Als Jesus starb, so berichten die Evangelien, zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Seitdem ist der Weg zu Gott frei, weil wer zu Jesus kommt, nicht abgewiesen wird. Damals nicht, heute nicht, in Ewigkeit nicht. Gottes Friede, der all unsere Vorstellungen übertrifft, bewahre eure Herzen und Gesinne und bewahre sie in der Gemeinschaft mit eben diesem freimachenden Jesus Christus. Amen. True love forever from now until forever.
Lasst uns gemeinsam beten. Du Gott, willst uns nah sein. Wir bitten dich, still unsere Sehnsucht nach Heil und Leben, nach Frieden und Sicherheit. Wir legen dir die Menschen ans Herz, die uns anvertraut sind, in den Familien und Gemeinden, in der Nähe und in der Ferne. Wir legen dir die Menschen ans Herz, die anderen Geborgenheit und Sicherheit geben. Wir legen dir die Menschen ans Herz, die um Frieden und Gerechtigkeit kämpfen. Wir legen dir die Menschen ans Herz, die um ihr Leben und ihre Zukunft sehnsüchtig bangen und die, die nichts mehr vom Leben erwarten. Wir bitten für uns alle, dass wir dir vertrauen und deinen Verheißungen, dass wir dazu beitragen, was in unserer Macht steht und uns schenken lässt, was du für uns bereithältst. Du Gott, der du die Freiheit schenkst, wir bitten dich, lass uns in dieser Freiheit leben und diese Freiheit auch anderen weitergeben. Gemeinsam beten wir mit Worten, die Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne euch Gott, der Vater. Er ist der Raum, in dem wir leben.
Segne euch Jesus Christus, der Sohn, er ist der Weg, auf dem wir gehen können. Segne euch Gott, der Heilige Geist. Er ist das Licht, das uns zur Wahrheit führt. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir hören nun noch das letzte Lied, The Prayer von Carol Beyer-Sager und David Foster.